Na, Zwingers! Das war... Klingt wie die Navajo. Ganz genau. Also es war großartig und ein kleiner Hint auf das, was wir heute begrillen. Und zwar befinden wir uns auf dem Kontinent Afrika. Mhm. Genau genommen in Südafrika. Ja, wir sind in Südafrika und da gibt es natürlich auch klassische Grillgerichte. Die haben auch eine große Barbecue-Kultur und wir machen einen absoluten Klassiker. Und zwar geht es da, um nicht zu viel zu sagen, um Hähnchen und es geht um die Chilischote. Oh, wir lieben Chili. Es wird scharf. Mhm. Freddy, es wird scharf, es wird bunt. Ja, so wie du. Ganz genau. Deswegen trage ich heute so ein farbenfrohes, oranges T-Shirt. Aber was haben wir hier? Also, das ist keine Chili, das ist eine Paprika. Das ist eine Spitzpaprika. Das ist eine Chili? Das ist Chili, genau. Es geht um die Chilischote und zwar um das Gericht Peri-Peri-Chicken. So viel kann ich schon mal sagen. Und Peri-Peri komme ich auch gleich noch zu. Ist, wie gesagt, nicht nur der Name, sondern auch die Bezeichnung für diese bestimmte Chilischote. Die Piri-Piri kennt man sie hier auch. Mhm. Und da machen wir ein unglaublich leckeres, guck mal, ich habe hier schon was vorbereitet, ein unglaublich leckeres Grillhühnchen nach südafrikanischer Art mit einer unglaublich leckeren Piri-Piri-Marinade. Und natürlich passend dazu, weil wie gesagt, was gibt es in Afrika noch? Die spielen ja immer so mit schön Süße und Säure. Chutney, richtig. Chutney, ganz genau. Wir machen ein unglaublich leckeres Chutney aus getrockneten Früchten und hier frischer Birne und Pfirsich. Also Nora, ich glaube, es wird ziemlich lecker. Ich glaube auch, es wird ziemlich lecker. Ja, du hast schon das Fruchtige angesprochen. Mhm. Da gehe ich doch direkt mal auf eine andere Art der Frucht, die Traube. Die Frucht, die Traube. Wer kennt sie nicht, die Frucht, die Traube? Südafrika ist ja auch bekannt für ihre Weinstraße. Wusstest du das? Oder für ihren Wein generell? Ja. Und wieso ich Weinstraße erwähnt habe, wusstest du, dass in Afrika die längste Weinstraße der ganzen Welt ist? Nee. Ja, die R62, lass mich nicht lügen. Und die ist ganze 850 Kilometer lang. Wow, und nur alles Wein? Weinanbaugebiete. Wahnsinn. Also können wir nachher vielleicht ein Schlückchen dazu trinken? Auf jeden Fall. Ich fände es gut. Ich habe hier sogar schon einen vorbereitet. Oh. Guck mal, auch ein Südafrikaner natürlich. Aber den gibt es erst später. Da kommt Freude auf. Nora, es ist wieder an der Zeit. Du darfst erstens Zwiebeln schneiden, du darfst zweitens wieder Chili essen und du darfst wieder pürieren. Ich glaube, das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere... Guck mal, du Wir lieben es. Genau. Nimm doch gerne auch das große Messer recht. Direkt Jedes wieder. Mal den gleichen Fehler. Genau, also auch wieder relativ grob schneiden, weil ne, du pürierst es ja eh. Mhm. Diese Peri-Peri, hatte ich ja gesagt, ist nicht nur diese Chili-Sorte, sondern auch der Name des Gerichts. Und das Lustige ist, diese Chili-Sorte gab es früher eigentlich gar nicht in Afrika, sondern die wurde mitgebracht. Von wem? Von den Portugiesen. Denn Südafrika besonders war ja mal unter portugiesischer Kolonialherrschaft quasi. Ne? Und in der Zeit gab es natürlich auch wieder Handel hin und her und die Leute haben was mitgebracht. Und aus Portugal kamen halt diese Chili-Sorten, die halt dann quasi dort angebaut wurden. Und jetzt mittlerweile quasi Nationalchili sind. Oh, du weinst schon wieder. Können wir da mal draufhalten, richtig? Das ja. Es geht schon wieder los. Aber es ist auch so, ich erzähle einfach auch oft traurige Geschichten. Aber das Leben, liebe Kinder, ist nicht Kurz immer... Kurz dachte ich, ich wäre über den Berg. Nee, es geht schon wieder los. Genau, also diese Chili ist wirklich, hat einen langen Weg hinter sich und ist, wie gesagt, jetzt gehört zum Nationalgut, als Nationalgericht auch benutzt. Und daraus machen wir unsere Peri-Peri-Soße. Denn diese Peri-Peri-Soße ist nichts anderes als eine ziemlich leckere Marinade. Also eine nasse Marinade, die Nora hier gleich schön einmal zusammenmixert. Und damit reiben wir unser Hühnchen ein. Also ich habe hier schon mal dieses Grillhühnchen vorbereitet. Ich habe die Haut aber vorher schon mal abgemacht, weil das wird indirekt gegart, das Hühnchen. Das heißt wieder, wir packen das in die indirekte Hitze. Also Feuer ist links und rechts. Das Hühnchen liegt in der kalten Ebene in der Mitte und wird dann quasi wie im Ofen per Umluft im Grill gegart. Und da brauchen wir die Haut nicht, weil die wird durch das Garverfahren eh nicht knusprig. Die würde auch gar nicht. Und es gibt nichts Schlimmeres als so eine lätschige Haut. Ja. Genau. Mhm. Die würde auch gar nicht knusprig werden, weil wir diese Marinade auch eh drauf haben. Weine ich erstmal aus. Genau. Deswegen habe ich die schon mal vorher abgemacht, aber das habe ich dir jetzt mal erspart, hier das Hühnchen. Das ist Hühnchen lieb von dir. Zu häuten. Danke. Das bereiten wir auch gleich richtig vor. Du machst jetzt erstmal hier die Marinade fertig. Okay, noch eine reicht es? Oder? Das reicht.
das reicht. Jetzt kommen die Zutaten, die nicht mehr so zum Wein sind. Wir haben hier diese wunderschönen Spitzpaprika. Wir haben hier Knoblauch, kommt sehr viel rein, Nora. Da kannst das Ganze? Du, ja, ich glaube, so 4, 5, 6, 10 können wir auf jeden Fall reinmachen. Frederik? Genau. Bist du sicher? Nora, wir haben heute Abend nichts mehr vor, ne? Wir trinken ja nachher auch noch ordentlich Wein. Genau, meinst du, das hebt sich dann auf? Das wird für uns beide heute noch ein schöner Abschluss ganz vom Drehtag. Ne? Genau. Und Ingwer kommt natürlich rein. Wir haben Zitrone ein bisschen mit drin. Mannigfaltige Zutaten wie geräucherte Paprika. Riech mal, also das sind Paprikas, die im Smoker geräuchert werden. Das riecht direkt nach Barbecue, finde ich. Genau. Unfassbar. Wir haben hier getrockneten Oregano. Wir haben ein bisschen Zimt natürlich, ist auch in der Küche da unten sehr, sehr beliebt. Und schmeckt natürlich auch einfach mega geil. Hier haben wir noch ein paar Nelken, die sind schon gemahlen. Rosentürmchen. Und natürlich, wie gesagt, Chili. Da haben wir diese kleinen Piri-Piri-Chilis. Und wir variieren auch noch ein bisschen mit etwas größeren Chili-Sorten, weil da gibt es ja mehrere. Deswegen, ich habe jetzt nicht so viel genommen. Ich glaube, original kommen da bestimmt so 10, 15 Chili-Sorten rein, beziehungsweise Chili-Schoten. Das lassen wir aber. Wir machen es nicht zu scharf, nur. Wir wollen nicht übertreiben. Ne? Du hast ja heute schon geweint. Ja, ganz genau. Einmal reicht. Wollen wir das ja nicht. Aber so einmal am Tag muss auch sein, ne? Genau. Das ist mir auch wichtig. Das letzte, Leute, ist hier ganz handelsübliches Mehl. Weißt du, warum wir Mehl reinmachen, Nora? Damit es ein bisschen dicker wird. Das ist gut, wegen der Bindung. Und natürlich, weil es, wenn es dann bei so 160 bis 180 Grad im Ofen ist, natürlich auch ein bisschen braun wird und ein bisschen schöner, knackig. Die Röstaromen so ein bisschen schöner aussehen, beziehungsweise die Marinade ein bisschen brauner wird. Braun und knackig wie das ist wir beide. Genau. Ganz genau. Das wir sind, ist, wir ja, sind genau. Eher so Typ. So, Typ ja. Käsebrot. Ja. Typ. Hat auch was. Quark. So gutes Käsebrot, sag ich mal. Ne? Käsebrot ist ein gutes Brot. Ja, gutes auf jeden Brot, Fall. Definitiv. So, Nora, während du das machst, kümmere ich mich mal parallel ums Hähnchen. Hast du ja dann noch ganz ein bisschen hervorragend. Zeit. Dieses Hühnchen legen wir nicht einfach so hin, sondern wir machen das im sogenannten Spatchcock-Verfahren. Auch Roadkill-Chicken genannt. Die Amis nennen das Roadkill-Chicken. Das ist immer pragmatischer in den USA, weil es klingt so, als wäre es, also klingt nicht so, sondern sieht so aus, als wäre es einmal drüber gefahren. Kennst du ja diese alte Bauernweisheit? Sind die Hühner platt wie ein Teller, war der Trecker wieder schneller. Kennst du die? Nee, kenn ich nicht, jetzt kann ich. Hast du mal einen Löffel für mich? Oh ja, guck mal, Nora. Warum möchtest du hab den Löffel? Habe ich gelernt, den Ingwer schält man nämlich nicht einfach nur mit dem Messer, weil dann geht sehr, sehr viel von dem wertvollen Ingwerfleisch verloren, sondern man nimmt einen Löffel. Und kratzt hier ganz einfach drüber, macht am besten zieht man eine Sonnenbrille dabei an, damit die Augen geschützt werden. Mm-hmm. Can you feel the love tonight? Kennst du die mit Sonnenbrille in den Club gehen? Mhm. Du so, ja, ich. Ich so, ja. Das Hühnchen vorzubereiten ist relativ easy. Ich drehe das einmal um und hier ist quasi die Wirbelsäule. Dann nehmen wir hier so eine wunderschöne Schere. Und schneiden hier hinten auch, wenn es komisch aussieht und vielleicht mal kurz komisch klingt. Ja, muss man sagen. Muss man einmal so sich überwinden, glaube ich, dieses Geräusch nicht strange zu finden. Ich weiß, viele Leute mögen das nicht, auch so rohes Hähnchen zu verarbeiten. Aber Leute, ich sag euch, wenn ihr es nicht gerne verarbeitet, aber trotzdem gerne esst, sollte sich was ändern. Dann müsst ihr euch jemanden suchen, der es für euch zubereitet. Ja, hier, Freddy zum Beispiel. Schön, dass wir uns gegenseitig vorschlagen. Freddys Mietkoch war Mietkoch. Aber für euch macht er bestimmt noch mal eine Ausnahme. Jetzt nicht mehr. So, Freddy, hier, was noch? Was das ist noch perfekt. Rein? Jetzt kannst du hier ein paar von den Zutaten reinpacken. Also ein bisschen von der geräucherten Paprika, ein bisschen mehr. Ja, perfekt. So. Ein bisschen Oregano. Von den beiden hier, von Zimt und Nelke, nicht ganz so viel. Ne? Da immer ein bisschen vorsichtig sein. Und dann, Nora, musst du natürlich noch die Chilischoten reinschneiden. Ja, selbstverständlich, ja? Wie konnte ich das vergessen? Genau. Ja. Okay, ich drehe derweil hier einmal das Hühnchen einfach um. Pass mal auf, Nora, kannst du mal hier, guck mal. Wir drehen das um und dann drücken wir einmal die Brustwirbelsäule. Ne? Das klingt jetzt so ein bisschen wie... Wiederbeleben. So. Und schon ist das Hühnchen platt. Guck mal. Ein bisschen so, wie wenn du hier deinen Nacken einrenkst, ehrlich gesagt. Das stimmt. Ich dreh das sieht ein bisschen, ähnlich aus. Ich drehe das ein bisschen ein. Und das ist quasi dann das Ausgangsprodukt, wie wir es dann auf den Grill legen. Also es ist flach. Mhm. Und der Grund, warum wir es flach gemacht haben, ist ganz einfach. Und zwar möchten wir, dass es gleichmäßig und schnell gart. Und das ist einfacher auf einer platten Fläche als bei einem runden Vogel. Da bräuchten wir am besten eine Rotisserie, damit es wirklich gleichmäßig gar wird.
wenn wir es platt gemacht haben, gart es von oben gleichmäßig durch. Außerdem kann da die Piri-Piri-Marinade auch nicht so wirklich runterlaufen. Also ist eigentlich ein Win-Win für ganz hervorragend. Für die Herstellung. Ich mag das Wort Piri-Piri. Piri-Piri, ja, genau. Es gefällt mir. Mhm. So, gut. Das ist eine gute Hand. Bisschen Olivenöl kommt noch rein. Wir brauchen ja so ein bisschen auch, muss ja greifen, der Mixer. Sein, ne? Ja. Und hier, ich schraube schon mal zusammen. Ich spare jetzt mal nicht. Ich bin bereit. Bin ich mal sehr gespannt, ob du das jetzt mit dem Ding klein bekommst. Es bleibt spannend, Leute. Ich drücke das erstmal so ein bisschen, guck mal. Ich gehe schon mal ein bisschen aus dem Bild. Freddy, ist es sicher? Ich glaube, du kannst wiederkommen. Was? Okay. Das Wonderful. Sieht mir sehr homogen aus, wenn du mich das fragst. Das sieht sehr homogen aus, noch ein bisschen stückig. Deswegen, Gebe, ich muss ja kurz riechen, sehr was ich habe. Sehr homogen, aber noch ein bisschen stückig. Genau, ein bisschen auch sehr klassisch, ein bisschen Rotweinessig. Mache ich jetzt noch rein. Und natürlich dürfen wir nicht unser Mehl vergessen, das war vorhin so angepriesert. Ja. Angepriesert ist auch geil, ne? Das haben wir sehr angepriesert. Das ist angepriesert. Aber nur so, also tun als ob. Genau. So, ich kipp hier so ein bisschen was rein. Nicht zu viel, damit es nicht zu dickflüssig wird. Wir wollen es ja nur so ein bisschen anpacken. Dann ist es auch mega einfach. Guck mal, das Hühnchen habe ich ja vorbereitet. Okay. Wir legen das hier einfach auf so ein wunderschönes Blech. So. Und dann werde ich einfach, damit die Marinade mehr einzieht. Das würde ich jetzt, wenn ich jetzt andere Barbecues mache, beziehungsweise wirklich so ein richtiges Grillhähnchen mache, würde ich das nicht. Allerdings ist es in Afrika so, wir möchten, dass die Marinade so weit einzieht wie möglich. Deswegen ritze ich jetzt hier das Hühnchen ein bisschen an, dass wir auch wirklich, beziehungsweise du, Nora, du kannst mal wieder hier in meinen Klingelbeutel greifen. Ich habe heute mal Handschuhe für dich eingepackt. Und, ja, okay, Handschuhe. Gameboy, genau. Ja, auch dabei. Kannst du die Marinade hier gleich richtig schön einmassieren? Das liegt mir. Ne? Ja, jeder das, was er kann. Dem Masseur ist nichts zu schwer. So, einmal hier. Bei dir geht's aber noch, oder? Ich kämpfe mit einem Stück Zwiebel. Mein Gott, jetzt. So haben wir alle unsere Kämpfe im Leben. Hab's geschafft. Bist du schon fertig, Freddy? Unangenehme Wartezeit hier gerade im Studio. Guck mal, die Kameramänner gehen hinten auch schon. Ja, ich bin bereit. Ich weiß nicht, was du wartest. Nur auf dich, Hase. Gut, also einmal, mach nicht das Ganze, mach erstmal nur die Hälfte drauf. Kippen oder was? Genau. Schön drauf und dann richtig schön einmassieren. Geht noch was. Da wollen wir jetzt alle deine Skills sehen. Haben dich ja extra zur Vorbereitung Method Acting-mäßig 4 Wochen ins Massagecamp nach Italien geschickt. Ja, war schön. Nur braun bin ich nicht geworden. Das stimmt. Wie konnte das passieren? War wohl kein Draußen-Kurs. Genau. Okay, genau, richtig schön ins Fleisch einmassieren. Oh, ist das nicht wonderful? Das ist wirklich wonderful. It's wonderful. Mhm. So. Mach hier gerne noch so ein bisschen was drauf, dass wirklich auch alles so schön gedeckt ist. Genau. Das sieht sehr gut aus, Nora. Das heißt, diese Marinade würde für zwei Tiere, zwei Vögel reichen. Es reicht für zwei Vögel, aber wir nehmen die nachher auch und streuseln da noch ein bisschen was drüber, wenn wir das Hähnchen dann gegart essen. Ich finde das auch immer geil, weil es ist für mich nicht nur so eine normale Marinade, sondern auch eine Dipping-Soße. Wenn wir auch noch Brot haben oder so, oder man kann ja auch Kartoffeln dazu machen oder Maniok oder was weiß ich, was ihr gerne so mögt zu Hause als Beilage, als Dip. Ihr habt es eh da. Mega gut. Ja, super. Und auch noch ein guter Tipp, ihr könnt das, was übrig bleibt, auch einfach einfrieren in so einem Zipperbeutel, ins TK packen und wenn ihr Bock habt, Piri-Piri zu machen, nehmt das rauf, lasst es austauen. Das ist auch geil, ne? Nehmt es raus, lasst es auftauen und habt dann Marinade. Nora ist schon wieder am Weinen, einfach nur, weil ich hier Oscar-reif hart abperforme. Danke, Nora. Ich möchte meiner Familie danken. Ja, first of all, Academy. I want to thank God, genau. Eminem, Dr. Dre. Also, die Chili steigt auf. Nora, das hast du wunderschön gemacht. Danke. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das Hühnchen ist so ready. Geht jetzt für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Oh, in der Zeit können wir Wein trinken. In der Zeit können wir auf jeden Fall uns erstmal ums Chutney kümmern. Ready? Frisch aus der Kühlkammer. Oh, das sieht wundervoll aus.
Das Hähnchen packen wir jetzt für mindestens 45 Minuten drauf. Ich gehe auf so eine Temperatur von so, ja, 160 bis 180 Grad. Okay. Und guck mal ganz einfach, wie gesagt, indirekt. Wir legen das hier in die Mitte. Ich mache links den Brenner an. Indirekte Hitze. Rechts den Brenner an. Ich gucke, dass ich es nicht auf volle Möhre, sonst wird es zu viel hier. So auf mittlere Hitze. Hast du das Wort Möhre extra eingebracht aufgrund meines T-Shirts? Und okay. Ja, natürlich, deine Hautfarbe. Wir haben jetzt gut 45 Minuten Zeit. Mhm. Und Nora, wir brauchen für das Chutney eine mannigfaltige Auswahl aus Trockenfrüchten. Und damit wir diese aromatisch richtig aufpimpen und ein bisschen mehr Geschmack geben, habe ich die, das habe ich dir schon mal vorbereitet, Nora, habe ich die hier, als hätte er es gewusst, für eine Nacht in Apfelessig eingelegt. Also das ist purer Essig. Genau, du kannst jetzt einmal die frischen Zutaten, das frische Obst, einmal nur drumherum schneiden um den Strunk und einfach grob in Würfel. Genau. Ich mache das gleiche mal hier einfach mit der Aprikose, beziehungsweise dem Pfirsich, sehr geil. Jetzt verwirrst du mich auch schon. Ich jetzt. Und dann packen wir alles zusammen, einfach mit ein paar Zutaten, die wir gleich noch schneiden, Nora. Genau. Okay, guck mal, das können wir hier einfach schon mal drin parken. Oh, da ist einer runtergefallen, der ist für nachher. Falls der kleine Hunger kommt. Genau. So. Wir machen jetzt wirklich so ein ganz schnelles Chutney, weil wir wollen ja auch fertig werden. Nora, du kannst die Zwiebel schon mal schneiden. Ich mach den Knoblauch. Oder du darfst sie aussuchen. Zwiebel oder Knoblauch? Nee, ich muss es ja üben. Okay. Oh, und ich nehme natürlich dieses Messer. Sehr gut. Lass ich mich ja nicht lumpen. Ich nehme so ein bisschen Knoblauch. Was ist denn hier abgehackert? Guck mal. Ja, was ist denn hier passiert? Ein kleines Massaker. Ich hatte zu kämpfen und wollte den Spaß hier nicht aufhalten. Also habe ich einfach ein bisschen rabiater drauf losgelegt. Du hackst da auch. Das ist vor der Hackathon. Ich versuche mich deinem Tempo anzupassen. Ich fühle mich leicht unter Druck gesetzt. Jetzt hau! Komm, Nora. Kannst du das Ganze auch noch mit zwei Fingern so schnell? Ich frag nur. Guck, Freund. Guck. Ja. Hab jetzt! Frederik, darf ich deinen zweiten Namen nennen? Ungern. Das dann ist was. Hack nicht so schnell. Boah, ich hab ihn in der Hand. In der Hand hat sie ihn, Frederik. Bin schon fertig. Spaß. Ich werde es nicht droppen. Du hast es mir im Vertrauen gesagt. Richtig. Ganz genau. Okay, wie sieht's bei dir aus? Ja, ja, das gut. Reicht schon. Wir machen grobes Chutney, Nora. Hast du, genau. Perfekt. Genau so wollte ich es haben. Ganz genau. Genau so wollte ich es haben. Genau so. Einfach komm mal, rein. Hopp. Hey, komm mal ein bisschen runter. Ja. Komm runter. Fahr mal runter. Au, am Manu. So. Können wir mal den Krankenwagen? Der sollte eigentlich heute dauerhaft vor der Tür parken. Okay, so sieht das Ganze aus. Guck mal hier, bisschen geschwenkt. Also eine grobe Mischung an süßen Zutaten und herzhaften Zutaten. Wir machen jetzt schon ein bisschen Salz noch rein und ein klein bisschen Pfeffer. Mhm. Und jetzt stellen wir das Teil hier drauf, machen es an. Lass uns einmal kurz anrösten. Also so ein bisschen, dass die Aromen schon mal rauskommen. Ja. Ein bisschen Röste, so ein bisschen Röstaromen. Ein bisschen Röstaromen rauskommen. Und dann geben wir hier die Zutaten, die hacken wir auch noch ganz grob, packen die rein. Dann verfeinern wir einfach mit ganz viel Zucker. Weil den Essig, den wir drin haben, müssen wir natürlich mit Zucker auffüllen. Leute, es hat keiner gesagt, dass wir heute Low Carb machen. Ja? Ganz genau, nee, das stimmt. Das hat wirklich niemand gesagt. Also wenn ihr das erwartet habt, dann selber schuld, muss man dann sagen. Genau, dann gießen wir mit dem Essig auf. Wie gesagt, packen den Zucker rein, lassen das einköcheln. Und am Ende so ein bisschen frische Zitronenzeste. Mm. Weil sie so für die ätherischen Öle steigen dann auf. Und, das dann zu diesem Chili-Hühnchen. Oh. Ich denke, es wird awesome. Ja. Leute, das wird einfach gut. Okay, ich mache an, wir kochen ein und. So machen wir es. Vollgas. Und dann ich kenne nur ein Gas. Trinken wir. Vollgas? Und das ist Knallgas. Achso. Guck dir mal diese Konsistenz an. Mhm. Ich meine, du standst jetzt hier fast die ganze Zeit, auch diese, genauso hinter mir und hast es ja live miterlebt. Ich mache hier mal aus, weil wir sind jetzt fertig. Und diese Konsistenz ist genau das. Stell es ruhig zu mir rüber. Ich könnte ja mal probieren. Wie ich mir ein Chutney vorstelle, oder? Ganz genau. Achtung, es ist heiß.
So, okay. Noch ein bisschen Zitrone drüber. Genau, ich reibe jetzt hier noch ein klein bisschen Zitronenzeste drüber. Das hatten wir ja gesagt vorhin. Ne? Wegen der ätherischen Öle. Du kannst auch mal direkt dran riechen hier an, an meiner Reibe. Boah. Total gerne, wenn sie so riecht. Oh, aber riechst du das? Mhm. Diese frischen ätherischen Öle. Und deswegen mache ich das auch am Ende erst rein, weil würde ich das vorher schon reinpacken, Leute, verkochen die ganzen Öle und man hat nicht mehr dieses geile, zitronisch-frische Lebensgefühl. Das in der Nase, das ist gerne. Das, was er sagen wollte. Genau. So. Guck da mal rein. Ich und guck da probiere. Mal rein und ich bin sehr gespannt. Wir haben extra nicht mit Chili gemacht, also das dürfte nicht scharf sein. Bei dem weiß ich nie. Surprise, surprise. Und? Mm. Gut? Mm. Vielleicht muss ich auch mal ganz kurz probieren. Boah. Unfassbar. Mhm. Hast aber auch schon noch eine Prise Zucker reingetan, ne? Eine Prise Zucker? Merkt man nicht. Genau. Ist jetzt nichts für den diabetischen Abend, aber... Der, gib mir mal das Ding, weil es fehlt ja noch was nur. Mm. Wir machen ja nicht nur Chutney in dieser Folge. Ich habe kurz gedacht, der Star des Abends fehlt, aber das bin ja ich. Aber wir haben noch einen zweiten Star. Wir haben noch einen Chick am Start. Ich möchte dazu die Laola-Welle. Ja, okay. Guck dir das mal an. Das sieht aber auch echt schön ganz aus. Ganz hervorragend aus. Mhm. Okay. Oh ja, das ist auch heiß. So, ich stelle das mal direkt zu dir. So. Obwohl, ich stelle es erstmal hier hin. Ja. Also, okay. Mhm. Ja, ist ein Wanderhühnchen. Ja. guck mir das mal an. Also, ich habe am Ende, guck mal, die Marinade ist ganz angetrocknet. Ich habe am Ende nochmal hochgezogen, so auf 220 Grad. Mhm. Also, bin ein bisschen über die 180 Grad hochgegangen nochmal, damit halt wirklich so ein bisschen diese Piri-Piri-Marinade nochmal schon ein bisschen antrocknet und so ein bisschen Bräunung entsteht. Knusprig wie dieses Dunkle an manchen Stellen. Mhm. Und ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen mal... Schneid den Vogel an. Nimm mal hier so ein Stück. Ja, guck mal hier. Das sieht sehr gut aus. Guck mal, das schnappt schon direkt raus. So. Leg es ruhig, also hier wird es mal kurz. Ich habe ein bisschen Organisationsprobleme mit diesem riesigen Humpen hier. Aber guck mal, sieht schon... Das legen wir auch. Sieht schon sehr, sehr gut aus. Cool. Oh ja, das ist heiß. So, das ist der Unterschenkel hier. Hier haben wir den Oberschenkel. So. Ein Anfängerfehler. Gut, was sagst du? Genau, ist auf jeden Fall ein Rookie-Mistake. Okay, so. Super. So sieht das aus. Jetzt würde ich sagen, du probierst einfach den Schenkel. Ich nehme hier so ein Stück von dem Oberschenkel. Und genau, du machst das Chutney noch drauf. Das ist auch heiß, ne? Genau, einfach so drauf ein bisschen oder daneben? Ja, einfach drauf, ich glaube. So, da geht noch was. So. Okay, also vom Geruch her, ich nehme mal dieses schmockige Messer hier weg, dann sieht man das nicht mehr. Das ist zu mir kein Problem. Man isst ja, glaube ich, auch viel mit den Fingern. Mhm. Also, rechte Hand. Rechte Hand. Ich esse allgemein gern mit den Fingern, deswegen machen wir es jetzt einfach so. Und so auch mit beiden, ja, komm. Gucken wir mal. Also, es riecht schon mal sehr, sehr geil. Ist auch echt heiß. Liebe Nora. Mhm, auf dich. Wieder eine Freude mit dir. Mhm. Mhm. Ladylike's Essen, oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Also, boah. Aber durchaus ein bisschen Schärfe ist dabei. Also, habe ich das gemacht mit der Chili? Mhm. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Aber man ist ja seines eigenen Glückes Schmied. Ne? Oh, das warst du. Aber dieser Piri-Piri-Geschmack ist wirklich... Mh. Und der Zucker rettet vom Chutney. Ja, guck mal, gut, dass wir da keinen Chili reingemacht haben. Mhm. 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 So, brauchst was zu trinken? Guck mal nur, wir hatten ja noch gesagt, wir trinken hier diesen wunderschönen Malbec-Rotwein. Bitte. Ich gieße mal ordentlich ein, weil ich glaube, du hast Durst. Und ich finde auch, wir haben es uns redlich verdient heute. Auf jeden Fall. War sehr schön mit dir. Auch diese südafrikanische Folge. Ein wunderschönes Land, sehr leckeres Essen. Unbedingt nachgrillen. Gutes Huhn. Bis zum nächsten Mal bei Durst. Grill the Globe. The Globe. Grill it. Grill it. Der macht sich gut dazu. Boah, das ist scharf. Aber jetzt muss ich also wechseln. Okay, ich muss nochmal. Lächeln ist wichtig. Oh Gott. We'll be right back.
Okay.